das mit der ganzen Grammatik und diesem ganzen Wortschatz ist super gut, machen wir auch weiter. Aber ich persönlich, ich bin Fan von Altersausdrücken und Umgangssprache, weil das sind immer die Worte, die uns fehlen oder die Wörter, die uns fehlen, wenn wir jemanden treffen und ganz kurz mal eben austauschen wollen, was Sache ist, was los ist, unsere Reaktionen. Das müssen wir richtig drauf haben, bevor wir ganz grammatikalisch korrekt unsere Sätze weiter ausbauen. Also ich habe hier mal ein paar für dich vorbereitet, die wir wirklich im täglichen Leben andauernd benutzen. Das erste Wort ist venga. Wird mit V geschrieben, kommt von dem Verb venir. Und wir können das natürlich ganz wortwörtlich übersetzen. Dann wäre es die Befehlsform von kommen Sie, wenn ich mit einer Person, mit usted rede. Aber im täglichen Sprachgebrauch hat das damit gar nichts zu tun. Es hat überhaupt nichts mit kommen zu tun, sondern es heißt einfach so wie los. Ich fand das damals so interessant, dass dieses venga kombiniert wird mit der eigentlichen Form von komm. Die Befehlsform, wenn du mit einer Person redest, komm ist ven. Und dann habe ich immer gemerkt, wie die gesagt haben, venga, ven. Also das heißt los, komm. Übersetzt also venga nicht mit kommen oder komm, sondern mit los, voran. Das nächste Wort, oye, ist übrigens auch Befehlsform, kommt von oír, hören. Und es wird ganz, ganz, ganz oft in Lateinamerika benutzt, wohingegen du in Spanien doch schon mit der Person etwas vertraut sein musst, bevor du es sagen kannst, sonst ist es ein bisschen respektlos. Also in Spanien, wenn du sagst oye, dann heißt das so wie hör mal. Und du, wie gesagt, du benutzt es nur in einem vertrauten Verhältnis, aber in Lateinamerika kannst du fast jeden Satz mit oye. Hör mal, hör mal. Das ist was ganz Normales. Dieses oye ist nicht respektlos und wird gut und gerne angewandt. Das nächste Wort leitet unheimlich stark zu Rechtschreibfehlern im Chat. Und zwar ist es ein Ausdruck und der heißt haber. Aber, und ich meine damit das mal schauen, mal gucken, lass uns mal gucken, mal absehen. Es sind zwei Wörter, das A, was ja unsere Präposition ist, und ver ist das Sehen, also aber, zwei Wörter, schnell ausgesprochen, klingen genauso wie aber, was ein anderes Verb für haben ist, was wir benutzen, um zusammengesetzte Zeiten zu machen. Also, du wirst im Chat ganz oft falsch geschriebenes aber, schauen wir mal, wirst du falsch geschrieben sehen, so wie die Form eben von haben. Ein anderer Ausdruck, auch ganz wichtig. Wenn dir jemand was erzählt und du sagst, ehrlich, was, wirklich, diese Reaktionen sind wichtig. Ich habe hier jetzt drei verschiedene für dich. Einmal hast du mehr so die in Spanien gebrauchte, die ist de veras. Zwei Wörter. Hast auch irgendwo ein V dazwischen. De veras. Also jemand erzählt dir was, wie es ihm ergangen ist, was er machen will, irgendwas Erstaunliches. De veras passt immer. Der nächste Ausdruck wird mehr in Lateinamerika gebraucht, geht aber auch genauso gut in Spanien. Du sagst de verdad. Verdad an sich ist ja Wahrheit. Und du kombinierst das mit der Präposition de von Wahrheit. De verdad. Aussprachemäßig ist es ein bisschen schwieriger für uns. Es ist ein Wort, was auf D endet. Also wir deutschsprachige Muttersprachler neigen dazu, ein T zu sagen. Sag bitte nicht verdad. Es ist verdad. Und das V klingt ja wie ein B. Eine ganz tolle Reaktion ist auch zu sagen, en serio. En serio. Das heißt ernsthaft, echt. Wirklich und genauso gut, genauso bedeutet das Gleiche, wird genauso oft verwendet, ist der Ausdruck no me digas. Da drückst du also auch eine Überraschung aus, ein Erstauntsein und klappt Spanien, Lateinamerika, klappt überall no me digas. Das ist grammatikalisch gesehen der Imperativ, der verneinte Imperativ. Wir geben können also Befehle in der Befehlsform geben, einmal positiv, mach es, sag es, tu es und dann dieses verneinte nicht. Und hier dieses no me digas heißt, sag mir nicht.
vielleicht auf Deutsch das, was am ähnlichsten wäre, wäre so das sag bloß. Ja, ich glaube das. Dann noch ein wichtiges, wenn du im Supermarkt irgendwo durch willst, das sind Menschen und du willst mal eben dahin greifen, um an deine Ware ranzukommen, als höflicher Mensch wirst du etwas sagen wollen und wirst vielleicht sagen, Entschuldigung, und das ist auch alles okay, aber das richtig typisch, einheimisch typische wäre in Spanien zu sagen, me permite. Zwei Wörter, me permite, erlauben Sie mir. Das ist also die gesiezte Form. Wenn das ein junger Mensch ist, könntest du auch an dieses permite auch ein S dranhängen. Erlaubst du mir? Me permites? Und dieses Erlauben, permitir, hat auch ein Substantiv, ein Hauptwort, und das ist die Erlaubnis. Und das heißt permiso, das ist die Erlaubnis. Das hilft dir auch für andere Gelegenheiten, aber in Lateinamerika sagst du nicht me permite, sondern du sagst das Wort Erlaubnis. Wenn du irgendwo dran willst oder du gehst zum Beispiel durch eine Menschenmenge hindurch, hier stehen Menschen, die reden mit diesen Menschen draußen irgendwo und willst auf der Straße durch die durchgehen, sagst du als höflicher Mensch in Lateinamerika, bittest du um Erlaubnis und sagst einfach permiso. Und weißt du was? Die antworten dir. Das ist so ein Hin- und Her-Wortaustausch. Immer wenn du sagst permiso, müssen die dir die Erlaubnis in Anführungszeichen erteilen. Und du wirst dann das Wort propio in Lateinamerika hören. Und das waren jetzt venga, oye, a ver, de veras oder de verdad, en serio, no me digas, me permite, permiso. Und diese umgangssprachlichen Ausdrücke oder diese Alltagsausdrücke werden dir unheimlich helfen, dich in der spanischen Sprache wohlzufühlen, wenn du mit Muttersprachlern in Kontakt trittst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du möchtest, gib mir ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!